Der Hormonhaushalt ist für viele Prozesse im menschlichen Körper verantwortlich, denn er regelt zum Beispiel das Wachstum, Stoffwechsel und Sexualfunktion. Hormone muss man sich dabei wie kleine Signale vorstellen, die vom Körper zum Beispiel in der Nebennierenrinde, der Schilddrüse, der Bauchspeicheldrüse, dem Hypothalamus oder der Hypophyse gebildet und dann in den Blutkreislauf abgegeben werden. An ihrem Ziel angekommen, docken sie an Rezeptoren an und übermitteln dem Körper so ein Signal. In der Wissenschaft geht man heute von mehr als 40 lebenswichtigen Hormonen aus, die aber längst noch nicht alle erforscht sind. Spielt das System aber mal verrückt, zum Beispiel in den Wechseljahren, kann das die Lebensqualität erheblich einschränken. Um unerwünschte Folgen zu verhindern, solltet ihr auf euren Körper achten und zur Sicherheit einen Arzt aufsuchen, wenn ihr die folgenden Symptome in letzter Zeit bei euch beobachtet habt. Los geht's! Nummer 1. Schlafstörungen. Das Hormon Östrogen regelt mitunter unseren Schlaf. Kommt es zu einem Ungleichgewicht dieses Hormons, kann das schlechten Schlaf bis hin zu Schlaflosigkeit verursachen. Aber das ist noch nicht alles. Durch die Schlafstörungen steigt der Stressfaktor im Körper, was wiederum zu einer Überproduktion des Stresshormons Cortisol führt. Das wiederum bringt viele weitere hormonelle Ungleichgewichte mit sich. Ein schlechter Schlaf kann aber auch die Überproduktion von Schweiß verursachen. Wer abends frierend ins Bett geht und morgens schweißgebadet wieder aufwacht, dessen Körper kann sich nachts nur schwer erholen. Aber wie passiert das? Diese Reaktion ist ein Zeichen einer Serotonin-Unterproduktion. Denn ein Serotoninmangel kann Ruhelosigkeit, rasche, unwillkürliche Muskelzuckungen, Schwitzen, aber auch Schüttelfrost hervorrufen. Nummer 2. Gewichtszunahme. Der Hormonhaushalt spielt für ein gesundes Körpergewicht eine extrem wichtige Rolle. Denn das Hormon Insulin, das in der Bauchspeicheldrüse gebildet wird, hat die Aufgabe, den Blutzuckerspiegel nach der Nahrungsaufnahme wieder zu senken. Das passiert, indem zuerst einfache Kohlenhydrate zu Glucose abgebaut werden und über den Darm ins Blut abgegeben werden. So steigt der Blutzuckerspiegel kurzfristig an, bis das Insulin eingreift. Ist der Blutzuckerspiegel dauerhaft erhöht, zeigt sich auch ein dauerhaft stark erhöhter Insulinwert, der mit der Zeit zur Insulinresistenz führen kann. Glucose kann also nicht mehr ausreichend abgebaut werden und setzt sich im Körper fest. Kleine Änderungen in der Ernährung, wie zum Beispiel die Beseitigung von verarbeiteten Lebensmitteln, Zucker und Weizen, können das auf Dauer verhindern. Nummer 3. Verdauungsprobleme. Die Hormone Gastrin, Sekretin und Cholezystokinin helfen normalerweise, den Verdauungsprozess zu stimulieren, damit unsere Nahrung in Einzelteile zerlegt und später in den Blutkreislauf absorbiert werden kann. Blähungen und eine langsame Verdauung sind deshalb häufig auf ein Ungleichgewicht dieser Hormone zurückzuführen. Nummer 4. Heißhungerattacken. Der ständige Drang, etwas Süßes essen zu wollen oder andere Leckereien zu vernaschen, obwohl zu den Hauptmahlzeiten ausreichend gegessen wurde, ist mit hoher Wahrscheinlichkeit ein Zeichen dafür, dass Hormonschwankungen vorliegen. Möglicherweise liegt dem Ganzen ein Problem mit der Schilddrüse und den Hormonen zugrunde, die für unseren Stoffwechsel essentiell sind. In manchen Fällen kann es schon hilfreich sein, den Verzehr von Milchprodukten, Zucker und anderen stimulierenden Lebensmitteln einzuschränken. Und zu guter Letzt, die Nummer 5. Erschöpfung. Wer kontinuierlich oder völlig grundlos ständig erschöpft ist, sollte eine Hormonstörung in Betracht ziehen. Grund für das ständige Gefühl der Erschöpfung kann ein erhöhter Cortisolspiegel im Zusammenhang mit einem Mangel an anderen Hormonen sein, die für den Energiehaushalt verantwortlich sind. So, und das war's auch schon wieder für heute. Vergiss nicht, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, um nichts mehr zu verpassen. Ansonsten bedanken wir uns bei euch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal, passt auf euch auf und bleibt gesund.